Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black und die Boltiniel, und wir haben in der letzten Folge am großen Rat der Hauptmänner teilgenommen, die sich entschlossen haben, mit einer, naja, nicht der kompletten, aber einer kleinen Armee vors, von Freiwilligen vors Schwarze Tor zu ziehen, um abzulenken vor dem, ja, von Frodo, der ja den Ring hat. Die Geschichte selber, die fand ich durchaus ein bisschen plausibler, so wie es erzählt wurde, als wie es in den Büchern teilweise oder auch im Film rüberkommt. Das haben sie gut gemacht, muss ich sagen. Wer es nicht gesehen hat, guckt da nochmal rein. Ja, und wir waren jetzt dabei, erstmal die Freiwilligen zu sammeln, haben mit einem Herold gesprochen und dem Frau Rold und eigentlich der ganzen Familie Rold, damit die das weiter verbreitet. Bis jetzt haben sich 2021 Freiwillige unseren Truppen angeschlossen. Vielleicht werden es noch ein paar mehr. Allerdings müssen wir erst einmal hier die ein oder andere Nebenquest noch erfüllen. Und das werden wir jetzt tun. Noch ein paar eventuell überlebende, aber verschollene Leute finden. Wäre ja gut. Wäre ja toll. Wäre echt toll, muss ich sagen. Aber nun gut. Erst einmal Grimbold und Deowine, Elfmar und Harding, die sind alle noch verschollen, die gelten als verschollen, sind aber nicht als gefallen gezählt. Vielleicht lebt ja von den einen oder anderen noch der ein oder andere. Da haben wir leider einen, der wohl nicht mehr lebt, der liebe Grimbold. Schade. Grimbold hat kurz vor seinem Tod heldenmutig einen geflügelten Schatten angegriffen. Ja. Es tut mir leid, Grimbold. Mögest du in Frieden ruhen. Kommt dem nächsten Beerdigungsteam. Ich hab's mir auf der Karte markiert. Leider liegt da auch Elfmar. Also sieht's auch für ihn nicht so gut aus. Elfmar ist ebenfalls heldenhaft gestorben. Natürlich. Schade. Aber nun gut. Es ist eben Krieg. Im Krieg ist der Tod nun mal dabei. Immer. Aber, was willst du machen? Ja. Ich weiß nicht, wie ich... Es ist traurig, vor allem, weil du die Leute ja teilweise kennengelernt hast. Klar, Grimbold, der Troxis, der Bannerträger von Rohan. So viel hatten wir mit dem nicht zu tun, aber mit Elfmar schon mehr. Und hast du nicht gesehen? Wen haben wir denn hier? Hallo, Nordmar, Tal von Gabhold? König Theoden hätte uns nie auf eine derart törichte Mission geschickt. Ich habe mit Helfara und Herobrand versucht, die Stadt zu erreichen. Der Tod lastete schwer auf mir, erschlagen von schrecklichen Orks. Ich bin verletzt. Ich habe mir den Knöchel verstaucht. Ich kann zwar gehen, aber ich bin nicht stark genug, um meine Freunde weiterzutragen. Ich wollte nicht von ihrer Seite weichen. Nicht bei all den Orks in der Nähe. Danke, dass ihr gekommen seid und mir helft, diese Aufgabe zu bewältigen. Na, aber selbstverständlich. Ja, Junge. Nach verletztem Knöchel sieht das jetzt gerade aber nicht aus. Faule NPCs immer wieder. So. Nun gut. Von Gothmogs Ork wurde Herobrand erschlagen. Und Herefara ebenfalls. Nun gut. Aber wenigstens, wir haben einen Überlebenden gefunden. Immerhin einer. Auch wenn der nicht sonderlich begeistert war und das immer noch für ein Todeskommando hält. Ich glaube, klingt nicht danach, als ob der mit vor das Schwarze Tor zieht. Nun gut, aber dafür ist es eine freiwillige Entscheidung, ne? So, da liegt Thorfred. Und er liegt. Leider. Thorfred hat sein Leben für Rohan und Gondor gegeben. Und nicht nur für Rohan und Gondor, sondern im Prinzip für die ganze freie Welt. Das darf man nie vergessen. Denn ja, Rohan und Gondor wurden als erstes angegriffen. Doch irgendwann wären Saurons Armeen eben auch, naja, bis nach Hobbingen gezogen. Bruchtal wäre irgendwann auch gefallen. Und tatsächlich muss man ja sagen, so ein Typi, er gibt sich auch nicht mit Mittelerde zufrieden. Wenn es dann heißt, ja okay, wir segeln in die Elfenlande und machen da auch noch ein bisschen weiter. Für alle, die es nicht wissen, Mittelerde ist ja nur ein Kontinent. Würden uns auf den Kontinent der Elfen, da wo die da hinfahren mit dem Schiff, auch noch ein bisschen ausbreiten wollen. Und da Dinge, ja,
Natürlich könnte und würde das früher oder später passieren. Denn, naja, jemand, der imperiale Gedanken hat und gerne herrschen will und gerne mehr haben will, als er hat, der hört nicht auf, wenn er einmal gewonnen hat. Niemals. Wenn einer einmal den Sieg geschmeckt hat und gemeint hat, das hat einmal funktioniert, dann macht er das weiter. Und zwar so lange, bis er geschlagen ist. Und deswegen war es eben hier in diesem Fall auch so, dass er für die ganze Welt, für den ganzen Planet, ich weiß gar nicht, ob das ein Planet ist, ich glaube, ein Planet ist es schon, aber der wurde ja auch von einem göttlichen Wesen erschaffen, bla bla bla, also geht tief in die Lore rein, aber deswegen ist es hier so wichtig, dass alle natürlich mit am Start sind. So, wir haben hier Guthalf und die Rowena, die liegen leider auch ziemlich tot da. Schade. So. Guthalf starb, als er den König beschützte. Und Deovine starb, als er König Theoden ebenfalls beschützte. Ja, war wohl gerade zu dem Zeitpunkt, wo möglicherweise, der Hexenkönig rumgewurschtelt ist. Bin mir da nicht sicher. Aber um nochmal, sagen wir mal, eine Querverbindung zum realen Leben zu geben. Das ist jetzt die große Gefahr momentan, die wir zum Beispiel in der Ukraine haben. Da ist Eowyns Griff, den habe ich gesucht. Denn Putin wird nicht aufhören. Putin wird, nachdem er die Ukraine besiegt hat, nicht aufhören. Das ist ganz klar. Weil einfach er dann sich als Sieger herstellen könnte. Ja, er hat dann noch ein bisschen was gelernt. Seine Produktion von Kriegsgerät ist auf vollen Touren, während wir halt nur so von uns rumdumpeln. Das heißt, er kann ganz schnell wieder aufbauen. Ja, und dann geht's richtig los. Deswegen wäre das nicht so gut für uns alle. So. Hat er ja sogar in dem Interview, sorry, ich schweife gerade ab, aber sorry, das muss sein. Hat er ja sogar in dem Interview teilweise zugegeben, hat sich selbst mit Hitler verglichen. Das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Vorher hieß es immer, ja, wir bekämpfen die Nazis. Jetzt ist er der Typ, der das, Harding wurde von... Hat viele Feinde selber erschlagen, bevor er fiel, ist richtig. Aber jetzt ist er ja der Typ, der sich selbst mit Hitler vergleicht und sagt, ja, Hitler war ja auch gar nicht schuld am Zweiten Weltkrieg. Nein, da ist Polen dran schuld gewesen, weil... Riesenpropagandamist, muss man echt sagen. Es ist schon schlimm und beschämend, dass es überhaupt Reporter gibt, die die Fragen so unkommentiert zulassen. Aber wahrscheinlich war das wahrscheinlich eine der Bedingungen. Der Reporter durfte gar keine anderen Fragen stellen. Dann wäre vielleicht nicht jemand mehr nach Hause gekommen. Und er war ja sowieso einer, der, sagen wir mal, in Richtung Trumpy, in Richtung Trumps Lager zielt. Und da ein bisschen die Propaganda. Natürlich hat das Putin dann deswegen angenommen und andere einfach abgelehnt. Logischerweise. So. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ne, die große Gefahr ist halt, wenn Putin, je nachdem wie stark er in der Ukraine gewinnt, wird er nicht aufhören. Genauso wenig wie Hitler bei Tschechien aufgehört hat. Wie Hitler dann gemeint hat, ja okay, nach Tschechien. Im Prinzip kannst du Tschechien nicht mit Polen vergleichen, sondern eher mit, oder Ukraine nicht mit Polen vergleichen, sondern eher mit Tschechien. Denn es ist das Land ohne größere Verbündete gewesen. Polen wäre dann in diesem Fall wirklich wieder Polen, denn auch damals hatte es ja Verbündete. England, Frankreich, was den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Und das ist die große Gefahr. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass die Ukraine gewinnt oder so düster es auch klingt, sie wenigstens so lange im Krieg gehalten wird, bis Putin so weit ausgeblutet ist, dass er gar nichts mehr machen kann. Das wäre dann immer noch kein Sieg für die Ukraine. Und es würde noch tausende Opfer geben. Aber ja, vielleicht sogar Zehntausende oder Hunderttausende. Aber es wären halt keine Millionen. Darauf will ich hinaus. So, klingt doof. Besser wäre es natürlich, wenn endlich mal wir den Arsch hochkriegen und unsere Wirtschaftsmacht mal einsetzen, um da für klare Kante zu sorgen. So, Punkt. So, okay, jetzt aber wieder zurück zum Spiel. Sorry, solche Exkurse müssen leider sein in solchen Zeiten. So, Dunheere,
Ja, leider auch auf dem Reitershöhe einem Pfeil zum Opfer fiel. Nun gut. Dafür haben wir hier ein paar Vorräte der Heradrim, die wir durchaus auch noch brauchen. Ja, oder wir machen sie kaputt. Das geht auch. Kaputt, kaputte Heradrim-Vorräte. Ich meine, ja, bevor sie der Feind nutzt, ist schon richtig. Aber andererseits, wenn wir sie jetzt markiert haben, so viele sind es ja nicht, hätte man auch sagen können, ja gut, wir sammeln da ein. Heradrim sind grundsätzlich ja Menschen. Das heißt, deren Vorräte, das, was die futtern, das könnte man im Notfall auch selber futtern. So, zum Beispiel. Stahl kann man umschmieden, etc. pp. Da muss man nichts kaputt machen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette ist, wie es ist. So, wir gehen hier hoch. Da oben haben wir noch zwei Nebenquests. Nehmen wir die noch mit. Das Schwert müssen wir noch zu Elfhelm bringen. Noch viel zu tun. Aber es wird doch langsam. So. Hier die Gehöfte. Die leider natürlich den Angriff nicht überlebt haben. Das hatte ich ja schon das letzte Mal angesprochen. Deshalb ist es auch nach wie vor so. Und deshalb ist es auch immer noch so, dass diese Gehöfte, beziehungsweise dass nach einer Schlacht, nach einem Krieg, der Krieg noch nicht gleich vorbei ist. Denn zuerst einmal muss aufgebaut werden, was zerstört worden ist. Das, was Menschen brauchen, wiederhergestellt worden sein. Da, natürlich legt man da nicht von Anfang an den Wert drauf. Ne? Weil erstmal muss man dafür behalten, versorgen, dass nicht noch mehr verloren wird. Aber das bedeutet nicht, dass man sich danach nicht genau darum kümmern muss. Denn wäre der Krieg, ne? Man sieht es zum Beispiel hier in Versorgung dem niedergebombten Deutschland. Das ging aber auch anderen Ländern eben genauso. Alle waren so ausgeblutet nach dem Zweiten und eigentlich will man das nicht nochmal haben. Aber die Geschichte wiederholt sich gern. Und naja, Menschen sind dumm. Menschen lernen nicht. Und Orks offensichtlich auch nicht. Die hätten sich ja gegen Sauron stellen können und sagen, nö, ich will lieber nicht sterben. Aber die sind ja genau dafür gezüchtet. Die sind dafür da, andere Leute umzubringen. Ja. Und so leid es einem tut, dann braucht man halt selber welche, die dafür da sind, andere Leute umzubringen. Nennt sich dann Soldaten. Deswegen ist es halt auch durchaus ein Fehler zu sagen, ja okay, Friede, Freude, Eierkuchen, wir brauchen keine Soldaten mehr. Ja, wenn es einen gibt, der eben nur auf die Stärke von Soldaten achtet und Verhandlungen vollkommen uninteressant findet, dann schon. Und dann sind Soldaten sogar am Ende wichtiger, auch wenn, und das muss ich gebe ich ganz offen zu, ich schon anderer Meinung war bis zu diesem Angriff, aber bis dahin sah ja alles so Friede, Freude, Eierkuchen aus, auch wenn es nicht war. Ne? Die Verhandlungen haben ja gezeigt, Scholz ist rübergeflogen, Macron ist rübergeflogen, haben telefoniert etc. pp. Und trotzdem hat das durchgezogen. Ja, weil außer Vernunft haben wir halt nichts zu bieten gehabt. Und jemand, der nicht vernünftig sein will, sondern Macht haben will, der kriegt, der hört halt auch nicht auf die Vernunft, sondern sagt, ja okay, eigentlich mir egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier gewinne. Klar werden von meinen Leuten ein paar Leute sterben, aber das ist ja nur Fußvolk, das geht mich ja nichts an. Ich sitze in meinem warmen Kämmerchen im Kreml rum deswegen ist es mir egal, was ihr hier labert. Ich mach's jetzt. Und so ist es bei Kriegen ja leider immer. Irgendeiner fängt ihn an und meistens müssen ihn andere ausbaden. Je größer der Krieg ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der ihn ausbaden muss. Wir gehen gleich mal rein in ins Türchen und werden das Schwert noch abgeben. Je größer, je mehr ihn ausbaden müssen, desto schlimmer. Weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Je mehr Leute, je größer der Krieg wird, desto wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass es am Ende diesenjenigen erwischt. Aber je größer eben dieser Krieg wird, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass, sagen wir mal, es durchaus mehr als nur das Ende des Krieges bedeuten kann, sondern eben auch eine komplette Niederlage, die, was weiß ich, das Ende des Regimes, das Ende der Dingens und so weiter und so fort befürworten kann, selbst wenn man gewinnt. Also umso wahrscheinlicher ist es, dass am Ende stärkerer, schrecklichere, effektivere, effizientere, zerstörerische Waffen eingesetzt werden.
Was ich damit sagen will, es wäre ganz gut, wenn Putin nicht, auch wenn er die Idee vielleicht hat, aber nicht auf den die Möglichkeit bekommt, zum Beispiel die NATO anzugreifen. Nur als Beispiel. Denn, ne? Größenwahn schützt vor niemanden. Ich will jetzt nicht sagen, dass er größenwahnsinnig ist, aber er hat sich ja offensichtlich schon einmal geirrt. Und wenn er jetzt, wie gesagt, die Produktion hochfährt, vielleicht noch denkt er, er kriegt den einen oder anderen Verbündeten etc. pp. Vielleicht noch Unruhe schafft in den eigenen Reihen, in unseren eigenen Reihen. Man weiß ja nie. Und, naja. Ja, sich jetzt noch hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben verloren, das geht. Sich jetzt hinzustellen und ihn in der Ukraine im Krieg zu halten, so, das geht. Ihr habt es gefunden. Was für ein Glück. Genau. So, wir haben's. Jetzt sollen wir mit Eomer noch sprechen. Jetzt weiß ich nicht, ist Eomer vielleicht auch hier drin? Nein. Eomer steht draußen auf dem Felde noch. Okay. Wie gesagt, deswegen ist es so wichtig, dass die Ukraine nicht verliert. Ne? Er macht ja dann nicht nur weiter, sondern es besteht auch das Risiko, dass er damit einen deutlich größeren Krieg auslöst, wo er vielleicht wirklich dann rechtfertigen kann, ja okay, es geht um, am Ende, wenn ich doch verliere, um unsere eigene Existenz und wir setzen diese, ja, strahlenden Waffen ein. Ihr wisst, was ich meine. Ja, kommt heute so ein bisschen wie Fiesta rüber, belehrend. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich die Wahrheit für mich reklamiere. Das ist nur das, so wie ich das sehe. Und mit ein bisschen Glück irre ich mich ja. Allerdings habe ich ja nicht selbst allein diese Meinung und die Geschichte zeigt eigentlich, dass es immer genauso endet. Ich meine, Hitler hat auch nicht gesiegt, als er irgendwo zurückgeschlagen wurde. Er hat dann nicht gesagt, ja gut, okay, gebe ich Frankreich, da greife ich halt wieder auf und gehe zur Sowjetunion, zur polnischen Grenze zurück, weil Polen konnte ich ja nicht besiegen. Und dann gucken wir mal, vielleicht gebe ich auch Polen wieder auf und gehe auf die alten deutschen Grenzen zurück. Nein, Deutschland hat erst kapituliert, als sie in der Hauptstadt standen. Und das, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, okay. So, aber wir sollen erstmal mit Eomer sprechen, wegen Eowins. Das ist eine wirklich außergewöhnliche Geschichte. Männer, die auf dem Pelennor patrouillieren, haben einen großen Trupp Haradrim entdeckt, der sich in Talat Arnor versteckt. Alles klar. Dann werden wir Talat Arnor wahrscheinlich auch noch befreien müssen. Ich weiß noch nicht, wo das ist. Ah, da hinten wahrscheinlich. Okay, das kriegen wir hin. Allerdings werden wir das vermutlich dann nicht mehr in dieser Folge tun, denn in dieser Folge ist, ja, erstmal wir werden jetzt sofort losreiten und erst danach den Aragorn anklicken. Ich habe nämlich ein bisschen Bammel, dass das dann nicht mehr geht. Und ich würde das gerne mitnehmen. Weil die Quest war ja schon etwas älter, wie ihr wisst. Die Quest war aus der vorherigen, also von vor dem Gespräch. Und da kann es durchaus sein, dass die Questkette sagt, ja, okay, geht dann nicht mehr. Deswegen hätte Questekette, werden wir erstmal losreiten. Wir werden die paar Minütchen noch nutzen, um uns davor zu positionieren. Dann weiß ich, was wir das nächste Mal machen wollen. 2021 Soldaten sind momentan dabei. Ich weiß nicht, ob Polizendiel jetzt schon mitgezählt wird. Aber danach ziehen wir gen Osten in Richtung des Schwarzen Tors, um eine Ablenkung für den dunklen Herren zu bieten, damit er sein großes Auge auf uns richtet und nicht gar in seinen Hinterhof, wo möglicherweise gerade Sam und Frodo, ja, wandern gehen zwischen Orks. Nun gut. Hoffen wir auf Schnaps und Bier nach einer erfolgreichen Schlacht. Ja. So. Ja, das ist halt, ne? Überall Leichen, überall Tod, überall Zerstörung. Überall Schutt und Asche. Das ist sowieso immer, ne? Was? Ich meine jetzt gerade, um nochmal auf Real Life zu kommen. Was verspricht man sich von einem Krieg? Es ist doch mittlerweile gerade genau das der Fall. Wenn ich irgendwas angreife, dann bleibt dort im Schlachtfeld kein Stein auf dem anderen. Und wenn das, was ich angreife, genau das ist, was ich haben will, ja, dann mache ich es doch gleichzeitig damit kaputt. Am Ende ist das Wiederaufbauen deutlich schwieriger und schlimmer, als hätte ich es auf andere Weise versucht. Diplomatie geht ja immer noch.
Und ja, natürlich, wie gesagt, wenn Russland etwas freundlicher zu seinen, in Anführungsstrichen, Vasallen wäre, vielleicht wäre es dann ja wirklich so, dass Russland gesagt hätte, oder dass die Ukraine gesagt hätte, ja, okay, wäre vielleicht doch schöner. Wie gesagt, wir sind mit den Russen verwandter, wir sind, haben mehr Verbindung zu den Russen, was wollen wir denn bei der EU, was wollen wir uns denn bei der NATO oder irgendwo anbietern? Solange aber ein Land aggressiv gegen einen vorgeht und versucht, die Bevölkerung zu unterdrücken, wo es, wie es vor 2014 auch war. Ja, braucht man sich halt nicht wundern. Manchmal ist es wichtig, irgendwas abzugeben, um mehr zu erhalten am Ende. Ist halt so. So, Leute, will nicht allzu viel rumfaseln. Das war heute aber halt, na gut, die Gelegenheit war da und es zeigt ja auch hier bildlich, wenn auch nur in einem Spiel, wie es am Ende enden könnte. Ja, hoffen wir zumindest, dass am Ende Sauron Putin sich zurückzieht. So, okay. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Tschüss.